Okay, dann muss das reichen, geht ja auch. So, bevor wir dann jetzt anfangen mit der Abschlussveranstaltung, noch ganz kurz ein Hinweis. Diejenigen, die noch bald ihren Zug erwischen müssen und ihr Gepäck im Sekretariat haben. Also das Sekretariat ist jetzt im Moment auf, wird auch gerade bewacht. Also wer sein Gepäck holen möchte, der kann dann jetzt einfach ins Sekretariat gehen, sich das holen. Passiert auch nichts, weil wie gesagt, ist bewacht. So. Genau, also es bleibt jetzt einfach eine Weile offen. Nur, dass sich keiner wundert, weil es offen ist, da sitzt jemand und passt auch auf. Also passiert nichts. Ach so, wir haben hier noch... Gib doch gerade mal her. Wir haben hier eine Jacke zu verschenken. Wem gehört oder wer möchte diese modische Jacke haben? Gehört sie keinem? Dann gebe ich das einfach wieder zurück. Die Auktion war nicht erfolgreich, tut mir leid. Ja, also schön, dass noch so viele hier sind. Zur Abschlussveranstaltung. Wir wollen euch auch gar nicht lange aufhalten, weil draußen so schönes Wetter ist, sondern wir wollen jetzt einfach nur noch mal kurz so ein bisschen eruieren. Wie war es? Wie fandet ihr es? Wie waren die Sessions? Hat es euch gefallen? Und zunächst möchte ich mal meinen Dank aussprechen, vor allem den Helfern, die uns geholfen haben, das zu organisieren und dem ganzen Forum Zukunft-Team, die hier tatkräftig mitgearbeitet haben und das Ganze auf die Beine gestellt haben. Das finde ich jetzt auch mal einen kleinen Applaus schon mal wert. Dankeschön. Und dann möchte ich mich bei den ganzen Leuten bedanken, die Sessions organisiert haben, die da Wochen und Tage lang überlegt haben, was man machen könnte und die da ganz tolle Präsentationen gemacht haben und wo ganz tolle Diskussionen entstanden sind. Denen würde ich auch noch ganz gerne danken. Einige von denen sitzen ja auch gerade hier oben. Und dann möchte ich natürlich, achso genau, ihr könnt auch gerne jetzt nochmal applaudieren. Und dann möchte ich mich ganz herzlich für euch bedanken, dass ihr alle da wart, dass ihr hier teilgenommen habt. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit unserer kleinen Runde hier oben und wollen einfach, wie gesagt, nochmal so ein bisschen schauen, wie war's, was sind die Erkenntnisse, die gewonnen wurden. So, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal damit an, dass wir uns hier oben nochmal alle vorstellen, für die, die vielleicht nicht mitgekriegt haben, wer wir alles sind. Also mein Name ist Christian Schroth. Ich arbeite für den Börsenverein und bin im Forum Zukunft tätig, habe also auch hier im Team mitorganisiert und darf jetzt hier diese Abschlussveranstaltung moderieren sozusagen. Und dann würde ich, denke, wir gehen einfach mal von links nach rechts durch, dann würde ich das gerade mal dem René geben. Also ich bin René Kohl, Buchhändler, Internetbuchhändler aus Berlin, mit dem großen Fokus hier auf der Veranstaltung auch, was hat der Buchhandel mit dem ganzen neuen Medien zu tun. Ja, ich bin Andreas Artmann, bin für Markstein hier, bin Layouter, Redakteur, Dozent, baue E-Books, aber ich kann auch noch Print. Ich bin Marion Schwer, ich bin eigentlich mit zwei Projekten hier. Das eine ist Euryclea, die Internetplattform, wo es um Crowdfunding geht. Zu laut oder zu leise? Okay. Und die zweite, ich kann da jetzt leider nichts ändern, oder? Und das zweite Projekt ist Street View Literatur, da geht es um eine belletristische Sache, eben Kurzgeschichten digital zusammenzubauen. Mein Name ist Dominik Pleimling, ich habe bis Ende März die Social Media Aktivitäten vom Eichborn Verlag betreut und bin seit April wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Buchwissenschaft der Uni Mainz. Gut, jetzt wissen wir alle, wer wir sind. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Dann hätte ich jetzt so als erste Frage, was ihr denn für Erkenntnisse aus den verschiedenen Sessions mitgenommen habt. Also, was hast du dir zum Beispiel so angeschaut an Sessions, René? Also erstmal eine kleine Konzentrationsübung ist das, finde ich. Ich habe wahnsinnig viele Sessions, glaube ich, gesehen. Von mir gemachten habe ich teilgenommen, an die kann ich mich am besten erinnern, am weitesten erinnern, am besten an die eben gemachte zum Thema neue Berufsbilder in der Buchbranche. Dann habe ich teilgenommen an der ersten Veranstaltung gestern früh Facebook in der Verlagswelt. Und ich habe teilgenommen an der Erfolgskontrolle für Web 2.0 Aktivitäts-Session.
Soll ich jetzt auch noch sagen, was ich mitgenommen habe jeweils? Ich mache es ein bisschen allgemeiner. Ich habe wirklich unendlich viele Gedankenzettel mitgenommen, die ich auf dem Weg nach Hause mal gucken, wohin abspeichern. Ich habe ganz wenig mitgeschrieben diesmal. Das war auch mal eine ganz gute Erfahrung. Also ich bin total baff gewesen über die ganze Veranstaltung. Ich fand es super, super, super. Kann ich auf jeden Fall schon vorneweg sagen. Ich war letztes Jahr nicht dabei, dieses Jahr zum ersten Mal. Habe seit vielen Jahren an unterschiedlichsten Stellen von Berlin aus sitzend mir immer Veranstaltungen wie diese gewünscht, habe ganz lange leider mir nur gewünscht, aber nicht selber dazu beitragen können, dass es sowas gab, und finde es extrem Gewinn bringt, was hier auf die Beine gestellt wurde. Ich fand das Klima, in dem gesprochen wurde, sehr, sehr beeindruckend. Ich wünsche uns allen, dass wir uns die Offenheit, die man hier, glaube ich, in jedem Gespräch, in jedem Satz, in jeder Auseinandersetzung haben konnte, dass wir uns die noch möglichst lange erhalten können. Gestern habe ich mit einer Frau gesprochen über die Frage, wie wir wie Veranstaltungen auch aussehen können, wo Leute aus der Branche zusammenkommen, wie das aussieht, so ungefähr je hochrangiger und je alteingesessenere Unternehmensleitungen sich auch 5 Stunden lang gar nichts sagen können im Prinzip, und also die Dynamik und das Tempo und die Offenheit finde ich das Allerwichtigste an der Veranstaltung für mich. Ich fand es aber auch inhaltlich wirklich richtig beachtlich. Ich habe mindestens 10 super Ideen mit nach Hause genommen, die ich alle umsetzen kann. Also ich fand extrem hilfreich, dass sehr, sehr konkret gearbeitet wurde und dass konkret gedacht wurde und dass wirklich Praxis da eingeflossen ist. Also das muss auf jeden Fall auch brav weiter erhalten bleiben. Okay, ich will mal weitermachen. Ja, ich hatte ja meine Session angekündigt mit Praxis. Ne? Wir haben dann da wirklich Barcamp gemacht und was ganz anderes, habe gar keinen Vortrag gehalten. Dann zum Ende haben wir irgendwie einen Vortrag gemacht. Aber die anderen Sessions, ich fand deine klasse, also mit den Bücherfrauen zusammen. Ich bin da fast ja explodiert. Und so als Redakteur habe ich so ein paar Sachen einfach mitgenommen, dass ich erfahren habe, dass an der Uni Frankfurt, wenn man da das Buch vergessen hat, dann lädt man sich das EPUB runter von Theodor Fontane, dann wird man auch fast im Hof verbrannt. Fand ich sehr interessant. Ich habe gelernt, dass Lektoren GIMPs sind. Ich weiß gar nicht, was ein GIMP ist, aber ich werde jetzt also auch was mitnehmen. Hausaufgaben muss dann zu Hause lernen irgendwie. Ich fand die Diskussion um das Projekt von EPIDU klasse, dass in 3 Dingern wurde das diskutiert mit diesen E-Book-Cards und so. Es hat mir totalen Spaß gemacht. Also ich nehme ungeheuer viel mit. Ich habe Pauks gesehen, ich fand das genial. Wir waren eine ganz kleine Gruppe und er hat das so super erklärt. Ich habe da ungeheuer, vielen Dank, also wirklich total viel mitgenommen. Ritter Rost fand ich auch genial, ist eine Referenz einfach, total geil, auch hat echt Spaß gemacht, auch nochmal vielen Dank. Ja, die Bücherfrauen habe ich erwähnt, ich weiß nicht, Andrea Campus, das sollte Pflicht sein, also über Geschichte, ey, das war so genial, ja, also muss ich hier nochmal sagen, weil ich habe es leider nicht mehr in dem einen Shop sagen dürfen, weil dann hätten die mich umgebracht, weil ich hätte es gerne nochmal gesagt, aber da kann man so viel draus lernen, aus deinem Referat fürs Jetzt, ne? Das ist so genial. Also vielen, vielen Dank. Ich nehme das mit. Ich sage nochmal Danke an Dorothee, die am Schluss eigentlich diese Session nochmal hatte, Multimedia, sage ich schon, Transmedia Storytelling. Das fand ich super spannend. Ganz neue Welten tun sich da auf. Er hat jetzt eigentlich schon alle interessanten Sessions genannt und alle anderen waren bestimmt auch super. Das ist ja eigentlich der einzige Nachteil an diesem Barcamp, dass man wirklich nicht in jeder Session sein kann. Und das Tolle ist jetzt hier, oder was ich eigentlich primär mitnehme, ist, dass es hier so wahnsinnig viele tolle Ideen gibt, viele Fragen, die auch noch offen sind. Und ich glaube, dass man auch in so einem Format einen guten Weg hat, um diese Fragen auch zu diskutieren. Wir sind nicht immer zur Lösung gekommen, aber das Tolle ist ja einfach, dass man auch das Gefühl hat, ja, wir sind da dran, da tut sich was und das ist auch genau die richtige Runde, um was zu bewegen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich hier mitnehme, dieses Gefühl, ja, wir sind auf dem Weg. Okay, jetzt haben wir wirklich, glaube ich, alle Faktoren genannt, die hier reingespielt haben. Das Wetter war auch gut.
Das Wetter war großartig organisiert, großes Lob, aber auch die restliche Orga war einfach super. Virenschleuderpreis haben wir gar nicht erwähnt, fand ich auch eine ganz tolle Sache. Allein die... Also die Idee von Carsten und Leander ist einfach großartig. Die ganzen Bewerber für den Virenschleuderpreis sind online. Alle Beteiligten der Buchbranche können sich da mal anschauen, wie Verlage, Buchhändler und andere Akteure kreativ arbeiten, können sich da Anregungen holen. Das fand ich eine ganz, ganz geniale Sache, das so abzubilden. Ja, dazu kann man ja auch nicht nur mal sagen, dass Marion ja auch noch andere Sachen als Erkenntnisse mitgenommen hat. Genau. Hat er schließlich den Virenschleuderpreis gewonnen. Genau. Ich trage ein schweres Paket nach Hause, den allerschwersten Rahmen mit Inhalt und freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Und ich freue mich schon, wenn ich das den Herren Autoren zu Hause in München erzähle und wir da bestimmt das eine oder andere Gläschen Sekt nochmal drauf anstoßen lassen. Und ja, sag danke allen, die das unterstützt haben und hoffe, diejenigen, die das Modell, das Konzept noch nicht kennen, dass die sich es vielleicht noch anschauen. Und sage natürlich Danke an Carsten und Leander, ist glaube ich gar nicht da. Ich sage ihm trotzdem Danke für diese weise Entscheidung. Ja, dann würde mich das noch so interessieren, weil das letztes Jahr so einer der Kritikpunkte war, wo man sagt, es war ja nicht visionär genug. Da würde ich jetzt gerne einfach wissen, die letztes Jahr schon da waren, hat sich das denn gebessert? Würdet ihr jetzt sagen, es wurde nochmal sozusagen on top visionär, oder wie siehst du das? Schwierig, also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass immer noch so eine Übergangsphase herrscht. Also alle machen irgendwie im Netz viel, viel mehr als letztes Jahr oder haben da deutliche Erfahrungen gesammelt. Aber trotzdem hat man das Gefühl, es ist immer noch so ein Zwischenstadium erreicht. Also die ganz großen Visionen habe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht gesehen. Das ist die Frage, ob wir das überhaupt liefern können, liefern wollen. Wir haben einige Modelle diskutiert in den einzelnen Sessions, was halt vielleicht Modelle für die Zukunft sind, also zum Beispiel, wie arbeiten wir in der Zukunft etc. Aber so eine große Vision würde ich jetzt auch gar nicht als Aufgabe von einem Barcamp stellen, dass wir hier große Visionen entwickeln. Ich glaube, das ist da der falsche Rahmen, aber wir haben ganz, ganz viele spannende Ideen, glaube ich, gesehen und auch gesammelt. Mal schauen, was wir nächstes Jahr für Visionen daraus entwickeln. Wie sieht es bei dir aus? Also ich war nicht im letzten Jahr, wie gesagt, dabei, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Ich fand nicht so schlimm, dass es nicht so viele Visionen gab. Mir war ganz lieb, dass es ziemlich viele konkrete, umsetzbare, praktische, handhabbare Geschichten schon gab. Ich finde so diese Zeit der Visionen ist immer super, aber die Zeit, wenn es dann anfängt, so in echt zu werden, ist auch super. Und danach habe ich mich... darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut, nämlich, dass das dieses Stadium erreicht hat, dass vieles greifbar wird und im nächsten Jahr wird man viele Erfolge sehen, während wir in diesem Jahr viele von vielen Projekten gehört haben, da bin ich sicher. Ich war letztes Jahr noch vollkommen virtuell da, also nur übers Netz und über die Mixed-Gruppe und kann das darum nur so als Außenstehender sagen. Also was mir jetzt dies ja vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, war so die neuesten Entwicklungen, was so Amazon gerade macht mit dem Kindle auf Deutsch, was da Google macht und so. Ich denke, das hätte man noch thematisieren müssen, aber es ist auch nicht schlimm, weil man braucht auch was fürs nächste Mal, oder? Also von da. Was mir nur tierisch gefehlt hat, ich finde, man sollte ein paar Honorationen zwangsverpflichten, knebeln, fesseln und hier mitnehmen. Also die sollten hier sein, ja, das ist eigentlich als jetzt so quasi Außenstehender fast eine Schande, dass die nicht da waren. Und Buchhändler. Ja. Ja, dann hätte ich noch eine kleine Frage an euch da, und hier so schön rumsitzt. Ihr müsst euch jetzt auch noch ein bisschen beteiligen. Und zwar wäre die Frage, wie sieht das denn aus? Hättet ihr Interesse im nächsten Jahr wieder an einem Buchcamp teilzunehmen? Vielleicht könnt ihr das einfach kurz per Handzeichen mal. Wer hätte denn da noch Interesse dran? Okay, ich frage mich jetzt das Ziel. Weil die überwältigende Mehrheit, das ist schon mal meine Frage. Danke ich meinem Podium hier oben. Sehr schön, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt, euch hier hochzusetzen. Ich möchte nochmal alle daran erinnern,
Wenn ihr noch Feedbackbögen habt, dann teilt die doch bitte aus und bringt die hier vor zur, ich glaube, die Dorothee hat es. Ach genau. Und schreibt die doch noch da rein, wenn ihr noch irgendwie Bögen habt. Achso, und die Dorothee möchte noch eine Sache sagen. Ja, ich möchte mich nochmal wirklich ganz, ganz herzlich auch von unserer Seite einmal bei dem tollen Team bedanken, vor allen Dingen bei Susanne und Julia, die das Team geleitet haben. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Ich möchte mich bei den Teilnehmern bedanken, es war super spannend und ich möchte gerne darauf hinweisen, in 2 Wochen, für alle, die aus Berlin kommen, gibt es einen Follow-up-Abend-Buchcamp unter den Linden im Basecamp. Das ist ein Café von E+. Das ist ein Café von E+, das Basecamp, eine Bar. Und da werden wir eine kleine Podiumsdiskussion machen mit ein paar Teilnehmern aus dem Buchcamp zu den wichtigsten Themen, unter anderem zum Thema Crowdsourcing, Crowdfunding in der Buchbranche. Ich würde mich freuen, wenn die Berliner, die unter uns jetzt hier sind, vorbeikommen würden. Also Donnerstag, der 19. Mai, 18 Uhr, unter den Linden, nicht weit weg vom Brandenburger Tor. Das ist der Riesenladen von E+, das kann man eigentlich nicht verfehlen. Wir werden es aber auch nochmal auf die Mixseite stellen. Wäre schön, wenn der ein oder andere einfach vorbeikommen würde und mit uns einen Drink nimmt. Die Diskussion dauert auch nur 1 Stunde. Ja, vielen Dank. Gibt es noch, Susanne kommt noch ein bisschen nach vorne. Denn Susanne hat man eigentlich gar nicht gesehen, obwohl sie alles organisiert hat. Sie ist der Head of Team Barcamp 2011. Vorkommen muss, weil ich ihr danken will, deswegen muss sie jetzt hier herkommen. Also wenn sich einfach mal jemand so ein tolles Wochenende organisieren lassen will, dann würde ich mir dieses Team von den beiden engagieren. Dann gerne mal anrufen und über den Preis verhandeln. Das Wetter gibt es dazu. Vielen Dank und noch einen schönen Ausgang. Noch bedanken, dass hier alles so gut läuft. Hängt, glaube ich, auch immer ein bisschen damit zusammen, dass es was zu trinken und zu essen gibt. Und jetzt gibt es noch ein Mittagessen und ich glaube, wir können uns alle noch mal bei dem Catering-Team bedanken, die jetzt gerade wieder kochen. Ich will gerade mal.